Wer sucht, der findet. Geht es euch nicht auch manchmal so? Nicht selten bin ich auf der Suche nach irgendwas und stoße dabei auf etwas, an das ich vorher gar nicht gedacht habe und was nun aber in mein brennendes Interesse rückt. Ob es in meinem Werkzeugkeller ist oder in einem meiner, ob in meinen Bücherregalen krame. Immer öfter lasse ich mich bei der Suche heutzutage auch von Suchmaschinen unterstützen. Das wäre aber eine eigene Geschichte wert, die mir gerade klar wird. In dieser Woche habe ich nach für unseren Mittwochsimpuls aus Heiger gesucht. Auch die Hilfe anderer habe ich gesucht. Gelandet bin ich dann aber nochmals in Liederbüchern, weil ich gern auch immer etwas Musik dazu mache. Nachdem ich nun in meinem eigenen Bücherregal als auch im Bücherregal des Chors unterwegs war, bin ich blätternd im Gesangbuch angekommen. In diesem Fall eine Ergänzung zum Gesangbuch, dem EG Plus. Und in der Nummer 41 auf einen meiner Ansicht nach ungewöhnlichen Text gestoßen. Der hat mich durch seine Direktheit, durch seine Art und Weise, wie er auch von einem Liedermacher und aus einem Protestlied der 60er, 70er Jahre stammen könnte, und der Vielfalt der in diese Zeit passenden Aussagen sofort festgehalten. Es lohnt sich, manchmal auch auf die scheinbar gewöhnlichen und bekannten Dinge zu achten und auch beim scheinbar Bekannten nochmals genau hinzusehen und zu hören. Schaut einmal ins gute alte Gesangbuch, gern auch in die neueren Ergänzungen wie unser EG Plus. In die Melodien und Texte dort. Mancher Schatz kann da entdeckt werden, mancher alte Text kann auch unter neuen Gegebenheiten neue Wirkungen erreichen. Mancher neuere Text entfaltet, so wie hier, mit einer altbekannten Melodie versehen, in dieser Zeit mit etwas Humor und auch etwas ermunternder Provokation eine nach vorne gerichtete Wirkung, die wir jetzt alle so nötig haben. So schenk uns deinen Segen und führe uns ganz sacht. Begleit uns auf den Wegen, die du für uns erdacht. Und jeder Mensch, ob groß, ob klein, so wie du ihn erschaffen, soll anderen Segen sein.